Dein Bokschumbbett ist zu weich und du weißt jetzt nicht genau, woran das liegen kann. Vielleicht ist dein Bokschumbbett noch ganz neu oder dein Bokschumbbett ist ja auch schon zehn Jahre alt, dann hätte es schon alle Berechtigungen zu weich zu sein. Doch was die möglichen Gründe sind, warum dein Bokschumbbett zu weich ist und was du dagegen machen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Doch fangen wir an bei einem neuen Boxspringbett. wenn du bereits hier das Gefühl hast, dass es zu weich ist. Ein Tipp vorweg. Bei einem neuen Boxspringbett ist es so, dass wenn du Taschenfederkerne oder Tonnentaschenfederkerne hast, diese drei bis vier Wochen brauchen, bis sie eingelegen sind und ihre endgültige Härte haben. Auch dein Körper hat eine gewisse Übergangsphase. Nämlich bis zu sechs Wochen dauert es. Bis sich dein Körper an das neue Bett gewöhnen kann. Und erst dann solltest du wissen, ob das Boxenbett zu weich oder zu hart ist. Deswegen ist es besonders wichtig, dass dein Hersteller oder dein Verkäufer, dort wo du das Bett kaufst, eine Möglichkeit einräumt, dass du nachträglich noch den Härtegrad austauschen kannst, dass genau wenn es zu weich oder zu hart ist, du immer noch die Möglichkeit hast, es nachträglich gegen etwas anderes auszutauschen, was dann wieder für dich optimal ist. Was jetzt wirklich optimal ist, da habe ich ein paar Videos für dich parat für Rückenschläfer, Seitenschläfer und Bauchschläfer. Auf was du wirklich achten solltest, verlinke ich dir unterhalb dieses Videos. Aber eines kann ich schon vorwegnehmen: Wenn du das Gefühl hast, dass du wie in einer Hängematte drinnen liegst und das über einen längeren Zeitraum, dann ist es so, dass es einfach zu weich ist und längerfristig dadurch Schäden entstehen können. Und da solltest du unbedingt zu einer härteren Matratze oder zu einem härteren Boxspringbett greifen. Wenn du aber jetzt sagst, du hast den jetzt schon ein paar Jahre bei dir zu Hause stehen, dann solltest du erstens einmal überprüfen, ob sich an dir etwas verändert hat. Bist du vielleicht schwanger? Hast du zugenommen? Hast du abgenommen? Liegst du jetzt nicht mehr auf der Seite, sondern auf dem Rücken? Dann sind das alles Möglichkeiten. Warum dein Boxspringbett so weich ist. Weil ein Rückenschläfer zum Beispiel braucht von Haus aus eine härtere Matratze als wie ein Seitenschläfer. Und wenn du zugenommen hast oder äh, schwanger bist, ist es glaube ich selbsterklärend, dass dann plötzlich das Boxspringbett zu so weich ist. Und da hätte ich auch einen kleinen Tipp für dich, äh, wie du das Boxspringbett wieder härter machen kannst. Nimm einfach ein Handtuch oder eine Decke, klappe diese mehrmals zusammen und dann Leg sie einfach zwischen die Box und die Matratze hinein und dadurch ähm, sind die Federkerne in der Mitte mehr auf Zug und das Ganze wird wieder härter. Allerdings ist das nur eine Übergangslösung und sollte niemals langfristig gemacht werden, weil das auch nicht gesund ist fürs Bett und auch nicht für deinen Rücken. Und ich habe auch schon den Tipp gehört, leg doch einfach ein Brett dazwischen. Aber das kann ich gleich sagen. Das ist mehr als kontraproduktiv. Denn es hat einen Grund, warum die Federkerne darin einen Luftzug haben, warum du unten nicht einfach ein Brett hinlegst und warum du nach oben hin auch noch eine genügend Luftzirkulation hast. Weil dieses Brett ist einfach nur eine Barriere und da kann keine Luft mehr zirkulieren. Das kann wiederum dazu führen, dass sich Schimmel in der Matratze bildet, dass sich Milben in der Matratze bilden. Und dann kannst du dein geliebtes Boxschrumpfbett einfach wegschmeißen. Und das sollte auf keinen Fall sein. Wenn du jetzt eben ein Tuch oder ein Handtuch dazwischen legst, dann hast du noch Luftzirkulation, ist auch schon extrem eingeschränkt, aber es ist noch immer möglich. Und wie gesagt, es ist nur eine Übergangslösung. Wenn du jetzt längerfristig eine Lösung dafür suchst, dann solltest du unbedingt den Härtegrad austauschen. Denn bei vielen Boxschrumpfbetten ist es so, dass die Matratze in der Mitte einen Härtegrad besitzt und ist diese einfach schon zu weich oder du brauchst einfach eine härtere, kannst du diese mit einem höheren Härtegrad wieder austauschen. Doch wenn sich an deinem Leben nichts verändert hat, dann bleibt nur mehr eine Möglichkeit übrig, nämlich dass das Boxenbett durchgelegen ist. Das erkennst du daran, dass sich eine Kuhle in dem Bett bildet. Normalerweise ist es so, dort wo du am meisten schläfst, dort bildet sich eine Kuhle. Wenn du zum Beispiel mit deinem Partner eher in der Mitte vom Bett liegst, dann bildet sich dort die Kohle. Wenn du aber genau in der Mitte von deiner Betthälfte liegst, dann ist es dort. Und es hilft dann auch nichts mehr, wenn du deine Matratze einfach umdrehst. Das hättest du nämlich vorher schon machen sollen, ähm, weil dadurch ist es jetzt dann so, dass die Federkerne, was eigentlich jetzt dann umgelegen sind, sind dann eben unten. Und es ist trotzdem nach zwei bis drei Wochen ist es wieder so, dass es vorher ist und das Boxspringbett zu weich ist. In diesem Fall hilft es dann nur noch, dass du das Boxenbett gegen ein neues austauscht. Weil eine durchgelegene Matratze zieht sich im Normalfall durch. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die Matratze durchgelegen ist und die Box noch in Ordnung ist oder nur die Box durchgelegen ist und die Matratze. Im Normalfall ist es dann auch so, dass es nach einem Jahr das zweite dann eben auch nachzieht. Und noch ein kleiner Hinweis. Aus hygienischen Gründen sollte man den Topper alle fünf bis sieben Jahre tauschen und das gesamte Boxenbrett alle zehn bis zwölf Jahre und natürlich gibt es auch wieder einen Unterschied zwischen einem guten Boxenbrett und einem schlechten Boxenbrett ein schlechtes Boxenbrett ist normalerweise nach drei bis fünf Jahren durch auch wenn es Bonellfederkern und ähnliches hat dann sollte es sowieso nur eine Übergangslösung sein wenn du aber ein gutes Boxenbrett hast dann hält das schon mal zehn bis zwölf Jahre und könnte sogar noch viel länger halten aber wie gesagt, aus hygienischen Gründen empfehlen wir das nicht zu machen. Und auch habe ich den Tipp hin und wieder bekommen, ich soll doch einfach einen harten Topper verwenden. Doch ein Topper kann ein Boxspringbett nicht härter machen. Ein Boxschwungbett kann durch einen Topper nur weicher gemacht werden. Es ist ja schon der Unterschied zwischen einem normalen Bett und einem Boxschwungbett, dass du durch diese zusätzlichen Schichten einfach ein weicheres Liegegefühl hast. Dementsprechend, wenn du jetzt noch eine Schicht oben drauf legst, kann es nicht härter werden, sondern es kann nur weicher werden. Also kannst du, wenn du den Topper weglässt, das ganze Boxspringbett härter machen. Allerdings muss auch die Matratze, die darauf liegt, darauf ausgelegt sein, weil nicht immer ist eine Matratze vom Boxspringbett darauf ausgelegt, dass du auch ohne Topper darauf schlafen kannst. Dementsprechend ist ein Boxspringbett zu weich, dann wenn dann den Topper weggeben, auf keinen Fall einen zusätzlichen Topper verwenden. Worauf du bei einem neuen Boxschwungbett achten solltest, dazu haben wir ein eigenes Video, das verlinken wir dir hier oben in dem i. Und jetzt bist du gefragt, warum war dein Boxschwungbett zu weich? Schreibe den Grund gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn du die neuesten Videos als erstes erhalten möchtest.